Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass du wieder hier dabei bist. Freut mich sehr und willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Ja, wir sind damit beschäftigt, hier den Banditen das Leben schwer zu machen. Also und in den Vorbereitungen dazu nach wie vor. Die Rüstung. Sägewerk, Rüstungsschmiede, Waffenschmiede, das war's. Die Waffenschmiede ist fertig und die Herstellung dort ist in Gang. Die Rüstungsschmiede ist noch im Bau. Oh, da fehlt Zement. Oh. Gut, dass die jetzt nicht ganz so wichtig ist, denn wie wir hier in der letzten Folge gesehen haben, die einfachen Soldaten brauchen Holzschwerter. Die kann ich produzieren. Ja, Moment. Holz und Stein. Da gibt es doch noch was. Da hätten wir anzubieten, diese Steinmühle, diese nette kleine Steinmühle. Die könnte ich sogar. Moment, da wird Stein abgebaut. Das ist. Und könnte man die sogar hier hinsetzen? Glaube, das wäre nicht verkehrt. So. Steinmühle. Oh, habe ich Zahnräder? Ich weiß, ich habe Zahnräder irgendwann meinen Auftrag gegeben, aber habe ich nicht genügend? Wo sehe ich meine Zahnräder? Gar nicht im Augenblick. Die sind wahrscheinlich wieder ausgeblendet. Waffen, Werkzeug. Eigentlich ist das ein Baumaterial, ne? Stein, Holz, vielleicht unter Holz. Genau. 8 Stück habe ich und ich brauche 8. Passt ja wie Faust auf Auge. Holzwerkstatt, wo bist du? Abenteuergilde. Steinmetz. Werkzeug. Nein. Kommt sie irgendwo hier hinten? Ne? Holzwerkstatt, genau. Die hat im Augenblick mit Speeren zu tun. Da glaube ich, ne, das sind doch, ja genau, Holzspeere. Da soll sich dann auch erstmal drum kümmern. Das ist erstmal wichtiger. So, wie sieht es hier aus? Da stehen Leute unschlüssig in der Gegend rum. Unschlüssig. Ich brauche Waffen. Das wird ja gar nichts angezeigt. Schwerter brauche ich. Fackeln kann ich auch ruhig anzeigen. Was ist denn nur los? Entdeckt. Die Banditen. Was ist los hier? Wir hatten Leute angegriffen. Ja, guck dir die Schmetterlinge an. Da machst du viel, viel Gutes. Ja gut, solange sie die nur vertreiben, die Leute, dann geht's ja noch. Aber wenn die anfangen, da ne, wirklich Schaden anzurichten, das ist nicht so schön. Da werde ich auch stinkig. Okay. Hier sind so ein paar Sachen abgehakt. Wo war ich, bevor ich wieder unterbrochen wurde von ganz bösen Menschen? Holzwerkstatt. Achso, von wegen. Ach ja, da wollte ich gucken. Waffen und so. Magische Klinge, Eisenlanze, Silberdegen, magische Fackeln. Was es alles gibt. Cool. Was wird hier alles nicht angezeigt? Verstärkte Rüstung. Eisenschild. Kettengedingse, Werkzeug, alles bis auf den Bogen. Na gut, Nahrung ist jetzt nicht so. Naturprodukte, vielleicht Seil noch mit dazu, ist ganz interessant. Wertsachen. Interessant. Die singende Klinge, die wird ja immer mal wieder gebraucht. Das ist komplett Stein. Kalkstein ist aus irgendwelchen Gründen ausgeixt, oder hier. Warum wenn die Laubholzstämme nicht angezeigt? Hier hatten wir die Zahnräder, Militär. Wachen, Veteranwachen, Soldaten, fortgeschrittene Soldaten habe ich noch nicht. Waldläufer ist auf 0. Ja, gut. Okay. Wir haben so ein bisschen Übersicht bekommen über so ein paar Sachen jetzt hier. Wie sieht es hier mit dem Holz aus? Ich glaube, den Holzfäller kann ich schon mal wieder starten.
So. So, genau. Militärcamp. Was campt darum? Ich habe 7 Soldaten und ich habe 4 fortgeschrittene Soldaten. Das ist cool. Ich habe keine Wachen. Höhere Wachen braucht die Speere. Die müssten nach wie vor in Auftrag sein. Aufträge, ja. Ich habe wie viel in Reserve? Werden die irgendwann gezeigt? Da. Okay. Ja, ich lasse das erstmal so. Einen Moment. Militärakademie, da habe ich 5. Da gehe ich nochmal auf 5. Fortgeschrittene Soldaten. Wieso habe ich hier so viele für? Hä? Habe ich da verklickt? Ach nee, ist richtig. Oh, 15, egal. Holzschild habe ich nicht gesehen. Da sind wir mit dem Bronzeschild beschäftigt. Okay, ja, wenn das so ist mit den Soldaten und so, dann würde ich doch sagen, baue ich doch noch den ausstehenden Wachturm. Nein, da. So. Ja, den muss ich dann aber möglichst günstig und so planen. Kann ich da sagen, was ich haben will? Soldat. Geht nicht. Okay. Veteran? Nein. Fortgeschrittener Soldat? Ja. Einfacher Soldat? Wie war das gerade? Moment, wie hatte ich... Wo sind sie? Militär, Soldat, habe ich 7? 8 Wachen. Ich habe 8 Soldaten. Aber keine Fortgeschrittenen. Hey, egal. Oh, und ich brauche natürlich jetzt ganz schnell noch einen Weg. Und jetzt sollte ich auf jeden Fall noch machen. So. Soldaten. Moment, also die brauche ich nicht. Wachturm. Die X ich auch mal alle aus. Was habe ich hier? Veteranwachen habe ich keine. Da tut sich nichts, ne? Na gut, die beiden lasse ich mal aktiv. Da brauche ich, also pro Turm gehen maximal 10 Leute. Ich halt so. Und, Das ist ein Dieb. Die haben sich da wieder gütig getan an unseren Ressourcen. Haben da Nahrung gestohlen oder so. So sieht das dann jedenfalls aus. Gegnerisches Lager zerstört? Okay. Das kommt jetzt überraschend. Das habe ich so jetzt gar nicht mitbekommen. Okay. Ach, die Wachen haben sich da durchgesetzt. Okay. Respekt. Das hätte ich jetzt den Wachen nicht zugetraut, dass sie das schaffen. Sehr cool. Ja, das ist doch mal eine schöne Überraschung, eine tolle Nachricht. Und wenigstens schon mal einen entsprechenden Erfolg hier zu verbuchen. Sehr cool. So, Militärcamp. Ich habe hier fortgeschrittene Soldaten 9. Ich habe normale Soldaten 7. Ich wundere mich gerade, wo die herkommen. Aber egal. Getötet von Wachen. Also die Wachen können doch schon so ein bisschen was. Ja, auch wenn die nur mit einem einfachen Holzsperre durch die Gegend rennen. Die haben dann den Banditen da doch Parole bieten können. Da sind 2 weitere Lager. Da werde ich mich dann nochmal drum kümmern können dürfen. Es war irgendwo war noch einer.
Nur das, was wir gerade gesehen haben, da in der Ecke, da hinten ist eins. Aber ich denke, da werden noch mehr existieren. Da bin ich ganz schwer von überzeugt. Moment mal, ob ich das hier gerade sehe. Dieses Elend. Der kümmert sich um diesen Bereich. Der kümmert sich, das ist schon mal cool, dass das so ist. Diese Holzfällerhütte ist im Augenblick noch beschäftigt. Gegnerisches. Boah. Hier ist es aber, hier geht's aber ab. Ich sag ja, da wird auf jeden Fall noch mehr sein, da haben wir es auch schon. Okay. Die sind gar nicht mal so weit entfernt, wenn man so will. Gut. Nochmal kurz zurück, bevor ich jetzt da wieder unterbrochen wurde. Da wird, ja gut, das Feuerholz ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, da brennt es aber ganz heftig. Eher so, nein, was ist hier los? Achso, es fehlt immer noch, ich weiß. Wo ist er denn? Proviantmacher, Steinmühle ist am Werk. Ah, alles klar. Ja, wir bekommen auf jeden Fall Material. So. Wachen nicht, aber hier Soldaten. Ich will da Soldaten hin haben. Den setze ich mal dahin. Und die Patrouille setze ich mal hier hin. Dann schauen wir mal, was passieren wird. Oh. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum die nicht die Straße hier benutzen, aber okay, ist ihr Ding. Das könnte jetzt interessant werden. Was sagt die Zeit? Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach mal. Wir haben jetzt nichts, wo ich jetzt sage, da brennt es unheimlich. So, meine Freunde. Ich zoome mal so ein bisschen wieder raus. Das könnte jetzt spannend werden. Das war der erste. Da haben sie direkt zwei erledigt. Wow. Ein weiteres Banditenlager ist Geschichte. Meine Soldaten gehen aber auch so langsam aus, glaube ich. Oder? Die halten sich ganz wacker. Und das war's mit dem zweiten Banditenlager hier in der Gegend. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So. 9 Leute habe ich. Da jetzt noch rum existieren, kriege ich hier noch einen weiteren. So, habe ich. Müsste ich jetzt nicht rein rechnerisch, wenn jetzt 10 Leute reinpassen, irgendwie noch einen wenigstens hier irgendwie fordern können? Ach so. Nee, alles klar. Ich verstehe. Okay. Ja, auch kein Problem. Ich habe hier noch Soldaten. 6. Ja, das kriegen wir hin. Alles gut, super. Aber nichts, nicht desto trotz, wie auch immer. Militärakademie, wie sieht es hier aus? Lagerbestand. 5 und 2, oder? Okay. Da kommt noch einiges.
Wie sieht es mit... Nein. Nein. Macht der nichts? Hat er kein Connect? Produktion? Achso, Proviantmacher, da bin ich falsch. Steinmühle, was mit ihm? Okay. Da kann es nicht liegen. Und die Sachen werden, werden geliefert, alles gut. So, Holzfällerhütte. Die kommt weg. Ja, will ich. Dafür kommt die Holzfällerhütte, wenn das denn irgendwie geht. Halbwegs, Moment. Ich kann leider nicht weiter rauszoomen. Das Thema hatten wir ja noch nie. Dann setzen wir die eben hier so hin. Eine Holzfällerhütte soll es sein. Ein Lager und noch ein Lager. Zack. Holz. Das, bitteschön. Und dann einmal Holz. Das, bitteschön. Und der soll seinen Fokuspunkt hier so haben. Okay. Haben wir das auch erledigt? Dann ganz dringend. Stein. Hier habe ich Kalkstein. Da habe ich Kalkstein. Da habe ich Kalkstein. Jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es reicht. Holz und Stein. Ein Steinbruch. Den setze ich direkt hier so hin. Der soll Kalkstein abbauen. Und ich brauche... Warte. Waffenschmiede. Die habe ich nämlich auch gerade gesucht. Wo ist die Rüstung da? Nein, das Sägewerk. Da. So. Eisenschwerter. Das ist 10. So. Was hast du Zeit? Alles gut. Steinbruch habe ich. Ich brauche noch einen Steinmetz. Ja, warte mal. Machen wir das ein bisschen anders. So, dann haben wir hier einen vernünftigen Weg. Steinmetz. So. Okay. Einheiten werden von Banditen angegriffen. Du ahnst es nicht. Die Wachen. Moment. Wo bin ich? Das ist diese Gegend. Okay. Oha. Oh, die sind aber weit vorgedrungen. Das haben wir so ganz nebenbei bemerkt. Holy moly. Okay. Meine Soldaten hängen da rum. Einen Moment, wenn ich jetzt... Das ist der Wachturm. So. Dann müssten die jetzt eigentlich wieder hier zum Militärcamp gehen, wenn ich das richtig sehe. Drei gegnerische Lager sogar schon zerstört. Ach ja, das eine. Nee, ja, ich entsinne mich. Hier war ja schon eins. Nee, alles gut. So, Moment. Turm.
habe keine Holzsperre mehr. Jedenfalls so sieht's aus. Holzwerkstatt. Die hat doch nichts mehr zu tun. Da kann ich Abhilfe schaffen. So. Okay. Oh, da war ich jetzt ein bisschen zu schnell. So, 10. Soll erstmal reichen. Militärcamp. Also da ist es ganz, ganz heftig abgegangen. Schindrick. Ich verstehe. Kommen nur da nirgends hin. Ja, nirgends ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es wird schwierig. Ja, ich sehe schon, also man würde eventuell einen Weg dahin bekommen. Ich weiß nur nicht, ob ich da schon wieder alles verbaut habe. Okay, ja, das werden Herausforderungen sein für die nächste Folge. Ich danke für euer Dabeisein, ich danke für dein Dabeisein, für die Unterstützung, die ihr mir hier bietet. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich jedenfalls drauf und bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute. Genießt die Zeit.